Es Leben wie Freundschaft, es lebe das Leben. Wir nehmen das Glück selbst in die Hand. Ein schöner Augenblick, auf den wir lange gewartet haben. Darauf kann uns keiner nehmen, in Freude wie wir. Zum Seelenverwandt. Es ist immer besonders, so eine Premiere. Ich freue mich sehr darauf, was jetzt gleich passiert und mich selber mal in Aktion zu hören. Ich finde es super schön, dass wir das jetzt alle zusammen sehen. Wir sehen ihn jetzt auch alle zum ersten Mal. Es ist toll, weil man ja nie gemeinsam in so einem Studio steht. Ne? Und man weiß immer, wer dann dabei ist oder erfährt das. Und dann freut man sich, weil das alles Kollegen sind, die ich auch sehr schätze. Das ist ein wirklich großes Familientreffen. Wir haben uns eine eigene Geschichte ausgedacht, die hat aber natürlich Anklänge an das, was Tabaluga verkörpert von Anfang an. Es gibt eine Generation, die ist mit der Musik groß geworden, die anderen haben vielleicht die Show gesehen, jetzt gibt es den Film. Das Ganze hat alles in allem 4 Jahre gedauert. Figuren entwickeln, sich rantasten. Das ist eine ganz ehrenvolle Aufgabe, dass ich da Regie führen durfte. Dankenswerterweise haben diese Herrschaft mitgemacht, großartige Künstler. Es ist für mich auch eine super Ehre, das als Newcomer machen zu dürfen. Ich fühle, wie du. Ja, es ist so weit. Ich glaube, der Tabaluga, auch wenn er in Anführungsstrichen nur ein kleiner grüner Drache ist, hat viel, was ein Vorbild auch haben sollte. Intuition zu folgen, seine Ziele zu verfolgen, Freundschaft, sich aufeinander verlassen können. Dass sie mutig sein sollen, für die Freunde da sein sollen. Ich glaube, die Zuschauer können einen riesen, tollen, super entspannten Familienfilm erwarten. Mit viel Herz, mit Spannung, mit Humor und ich hoffe auch mit sehr viel Gefühl. Wo man auch als Eltern sagt, das finde ich super für meine Kinder. Also das, da gehen wir jetzt rein. Ein Feel-Good-Movie. Reingehen, lachen, entspannen mit der Familie und fröhlich nach Hause gehen. Natürlich bin ich dabei. Und jetzt lass uns los, bevor ich meine Meinung ändere. Hat euch gefallen? Sehr gut. Sven Unterwald, unser Regisseur. Rick Kabanian! Michael Uli Herbig! Vielen Dank, mein Lieber. Yvonne Katterfeld! Vielen, vielen Dank, liebe Yvonne. Eine wunderbar junge Stimme, es ist doch hervorragend. Vincent Weiß! Eine lebende Legende und die Zusammenarbeit war für mich eine große Freude. Hier ist Peter Maffay. Ich hoffe, dass alle denselben Spaß mit diesem Film hatten und haben werden wie wir. Danke euch allen und danke dem Publikum. Also ich fand den Film mega unterhaltsam. Ich finde auch super, dass das Thema Freundschaft so aufgegriffen wurde. Es war auch so abwechslungsreich. Also mal war es spannend, mal war es auch traurig. Der Film war lustig. Die Geschichte fand ich schön, die Lieder und alles. War viel Liebe mit drin.